Okay. Ich hätte in die Settings noch gucken können, ob da irgendwie noch sind oder so. Ja, wir gucken mal. Vielleicht läuft es ja auch einfach. Loading. Anora, time to sleep now. I don't want to. I know you feel sad about losing him. And I do too. But you need to get some rest. Alan was a good dog and didn't hurt anybody. But why did he have to pass away? Okay. Come here, dear. Have I told you a story about a lioness cub? Nee, strange. Who just woke up one day without any memory of what happened and where she is at. Okay. Links klick. Hi Thomas. While looking around, she first found a glowing speck of light. And it made her hear mysterious voices, like it is right in front of her. She heard voices of a mother, her daughter, and the father arguing but not wasting any time leaving the farm because the soldiers are coming. I am not in the mood for story time, mother. But you always like story time. What should I do with you? Now, while they're rushing to leave the farm, the child was crying over something, like it is so precious to her. She didn't want to leave it behind, but she kept screaming to go back for it. Wir ganz kurz gucken, ob wir Subtitle. Yep. Besser. Ich denke, das ist besser. Okay. Damit man das versteht, was sie erzählt. Also, falls ihr das jetzt noch nicht rausgehört habt, aber sie erzählt quasi ihrem Kind, ich weiß nicht, ob Mädchen oder Junge, eine Geschichte, dass die geflüchtet sind hier von der Farm, weil da Soldaten kamen. Finde ich ein wenig anstrengend. Die Stimmen sind, ja, aber das liegt, glaube ich, das liegt nicht an den Stimmen selber. Die Stimmen sind okay, aber irgendwie ist die Aufnahme komisch. Ich glaube, die Aufnahme ist irgendwie komisch. Die Aufnahmequali ist Schrott, genau. Das mit dem Akzent würde mich überhaupt nicht stören. Das stört mich wenig. Bin ich ganz ehrlich. The father just kept the wagon steady and fast, so the people that are chasing them wouldn't catch up to them. He felt relieved that his family is safe, but he is saddened as his child has lost what is precious to her. He has this regretful look while holding the reins and felt responsible for one's death. But forgiveness from his daughter is not in sight, nor in mind. He knew that there will be a forever scar.
in his daughter's heart that he caused. Honora, I am really sorry for what happened. Es ist so, als würden die ganze Zeit an dem Mikro rumfummeln manchmal, ne? Also als würde man hier so dran rum. Das macht's halt immer mal. Das macht's immer mal. Und wie gesagt, ich würde vermuten, es ist einfach vielleicht auch eine finanzielle Frage. Vielleicht Absicht, aber das kann ich mir... Oh, nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass es Absicht ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Klingt auch immer irgendwie komisch stockend. Ja, ich glaube auch, dass es keine professionellen Sprecher sind. Ne? Die Stimme selbst finde ich absolut okay. Und wie gesagt, mich persönlich stört auch der Akzent nicht. Aber dieses... Also, es ist schon stockend beim Lesen und so. Es ist schon ein bisschen... Na, als wären es halt keine professionellen Sprecher. Was ja sein kann. Pause aneinandergereiht von Pausen in den Sätzen passen nicht. Denkbar. Oh, was haben wir denn da drüben? Warte, da drüben ist noch was. Abseits des Weges. Fragment gefunden. Gabe? Fragmente. Ah, Laundry. Oh, hier wird die Wäsche gemacht. Verstehe. Okay. Och, Machtrollo. Würde ich jetzt, ich würde jetzt, ganz ehrlich, wenn das fertige Spiel wäre, Release, dann würde ich das jetzt nachvollziehen können, was du da jetzt schreibst, ja. Aber da jetzt einfach zu sagen, das ist ein Problem von sich nicht Mühe geben. Vielleicht wollten sie unbedingt jetzt noch die Demo mit bei dem Festival mit zeigen. Und es hat halt einfach, es war, die Zeit war knapp und sie haben das innerhalb von, was weiß ich, 2 Stunden schnell noch eingesprochen, weil sie gerne halt nicht nur den Text hier ins Spiel brettern wollten, sondern eben auch gerne noch die Stimmen dazu. Man weiß es ja nicht, steckst du nicht drinne. Ja, es ist eine Demo. Ich würde mal noch ein bisschen freundlich die Augen zudrücken. So, wir sehen Pfeile. As they made their way on the bridge. The mother saw them approaching, and she recognized that the soldiers were scouts from the kingdom of Orim. So she told the father to go faster. But all of them flew an arrow hitting the father at the back, but most of them missed. The child was petrified after what she just saw. An arrow struck her father's shoulder, while a bright red blood drips through his shirt. The mother took the child to the cover of the wagon and covered the child's eyes, afraid of seeing her father losing blood in front of them. Musik ist schön. Ja, und nicht vergessen, offensichtlich das Kind, dem wir das erzählen, hat offensichtlich auch, also ist auch was Schlimmes passiert. Ja. Nicht nur hier in der Geschichte, die wir erzählen, sondern generell ist da wohl irgendwie was Schlimmes passiert. Sieht halt richtig schön aus, ne? Also das ist wieder so, ach, ist das schön stimmig gemacht so. Ich hoffe, dass dann wirklich die Controllersteuerung drin ist, weil... So mit Maus hier, mit WASD ist das ein bisschen... Die Maus-Sensitivität ist natürlich... Ne, ist hier so... Ein bisschen ruckelig. Okay, whatever hier ist. Ich kann es nicht...
Nö. Nothing happened. Okay. Verlaufe ich mich jetzt? Komme ich wieder auf den Weg zurück? Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Da ist der Weg. Okay, das war ein Ruckler, ein ordentlicher. Shit. Ah, da vorne ist der Wagen. Oder ein Wagen. Eine Geschichte zu erleben. Weiter auf Ente. Hier war es einfach weg. Das ist ja wohl eine Frechheit. Kann ich mich hier noch hinlegen? Warte, ja. The father was losing breath, and he is blacking out. He still tries his best to stay alive, but at that point, he knew that nothing can save him. Being not fast enough. The father made a decision to set himself as a decoy so his wife and child can escape. He told them to head to the bushes and just follow the river. It will lead them to the city. But they both refused to leave him behind, worrying that he might get killed. The father said to the mother, "Promise me that you'll keep her safe." The mother said back, "Yes," with fear on her face, thinking that her husband might not come back. What is wrong with the soldiers? Why can't they just leave them alone? Oh, so you were listening. I thought you didn't like story time. I wasn't listening. I was just asking. Hab nicht zugehört. Ich frage nur. Hör dir nicht zu. Mann ey. Rücki habe ich auch gespielt, ja. Rücki war auch schön. Das war auch toll. Okay. Not all kings are peaceful as our king now. The king of Orin has conquered other kingdoms and attacked them if they disobey. When the king decided to cross the sea between their continent, Sebral and Flihella, an attack to Gantrick was inevitable. Why cannot they just be peaceful towards another? The world is full of evil, Honora. But there is good too. Of course, my child. Zumindest braucht man das. Hoch. Und nun? Komme ich nicht hoch? Wo geht's denn hier? Hilfe! Ach hier. Hier vielleicht lang? Das scheint mir nicht richtig. Aber ich mach's trotzdem. Mir egal. Zack. Okay, das ist ein bisschen weird. 45, ja. Da war ein Vogel gerade. Man hat gerade schon auf dem Ladescreen hat man den Vogel noch gesehen. Vielleicht kommt da sogar noch jemand dazu. Ach, Mann, so wenig Zeit. Ja, schick. Also, könnte auf jeden Fall was mehr. Musik ist schön passig.
Oh scheiße, es ist 50, ja. Oh, da müssen wir aber uns jetzt ganz doll beeilen. Könnte richtig was werden. Musik ist super passig. Synchro muss definitiv, also schwierig, ne? Da, also zumindest was die Qualität der Aufnahmen angeht, finde ich das super schwierig. Aber grafisch total schön. Geschichte gefällt mir bisher schon sehr, sehr gut. Könnte also echt toll werden.